Laut, hektisch und anonym. Im stressigen Alltag der Großstadt gerät Zwischenmenschliches oft in Vergessenheit. Für regelmäßiges ehrenamtliches Engagement fehlt vielen schlichtweg die Zeit. Hier funktioniert gesellschaftliches Engagement trotzdem. Der Verein Tatkräftig e.V. organisiert Tagesprojekte für Freiwillige. Das Prinzip: ein Team, ein Tag, ein Ziel. Den heutigen Einsatz betreut die 26-jährige Alena Werner ehrenamtlich. Ich bin heute Projektbegleiterin von Tatkräftig. Wir sind hier heute beim Dernauer Treff, wie man hier auf dem Hintergrund sieht. Sind wir mit Tatkräftig, mit einigen Freiwilligen dabei, das Grün ein bisschen schöner zu machen. Das heißt, wir schleifen einmal die Bank ab und sind hier am Unkraut jäten, damit eben die Bewohner, die hier in der Nachbarschaft wohnen, das Ganze wieder richtig gut genießen können. In der Wohnanlage in Hamburg-Wandsbek leben viele Menschen mit Einschränkungen. Hier bekommen sie Unterstützung. Der Nachbarschaftstreff ist für sie eine wichtige Anlaufstelle. Ein Treffpunkt unter freiem Himmel ist besonders in Corona-Zeiten viel wert. Rentner Fritz Pohl ist einer der ehrenamtlichen Helfer. Für ihn ist es nicht der erste Tatkräftig-Einsatz. Ich habe mir das ausgesucht, weil Gartenarbeit macht mir Spaß und überhaupt handwerklich was tun finde ich richtig gut. Und habe mich spontan entschieden, mich einzutragen und bin heute da. Und das macht richtig Laune. Seit fast 10 Jahren bietet Tatkräftig unterschiedliche Einsätze an. Ihr Ziel: Sie wollen Menschen fürs Ehrenamt gewinnen. Den Einstieg machen sie Interessierten denkbar einfach. Man weiß aus Umfragen, die immer wieder gemacht werden, dass viele Leute sich gerne engagieren möchten, auch junge Leute, aber man hat halt nicht so viel Zeit. Darauf basiert quasi unser Konzept, dass es eben möglich ist, wirklich im Rahmen von einem Tag oder ein paar Stunden sich ehrenamtlich zu engagieren. Das Konzept geht auf. Die Ehrenamtlichen sind hochmotiviert und machen prägende Erfahrungen. Dass man halt einfach wirklich komplett unterschiedliche Leute aus unterschiedlichsten Kulturen kennenlernt und dann halt eben diesen Effekt hat, wir sitzen nicht am Tisch und es ist stilles Schweigen, sondern wir packen alle mit an und machen jetzt was. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich die Menschen gar nicht mehr so um ihr Umfeld kümmern, weil jeder hat mit sich selber zu tun und. Und insofern ist mir das schon sehr wichtig, eben den Gegensatz zu haben, dass man auch mal etwas macht, für das man kein Geld bekommt. Aber man erfreut andere Menschen und die sind glücklich und und das macht mich glücklich. Der Garten sieht wieder einladend aus. Die Holzbank fast wie neu. Die 5 Helfer haben ihr Tagesziel erreicht. Der erste Bewohner kommt vorbei, begutachtet die Bank und ist beeindruckt vom Ergebnis. Fühlt sich gut an. Toll geworden. Für einige der Ehrenamtlichen war das sicherlich nicht der letzte Einsatz. So funktioniert gesellschaftlicher Zusammenhalt auch heute.